Hallo und herzlich willkommen aus dem Stall am Zoo, heute am Tag der Deutschen Einheit zur Pressekonferenz. Heute mit dabei unser Mittelfeldspieler Ricardo Grimm und unser Cheftrainer René Klingbeil. Wie immer fangen wir mit den Fragen aus dem Raum an, vor unserem Heimspiel gegen 1. FC Bocholt. Ricardo, ich fange mit dir an. Ihr habt jetzt eine schwierige Woche gehabt oder eine anstrengende Woche. Du hast zwar letzte Woche im Pokal, glaube ich, nicht die 120 Minuten gespielt. Trotzdem, wie gut hat jetzt diese Woche getan, wo ihr eine normale Trainingswoche hattet, die erst am Dienstag angefangen hat? Ja, sehr gut. Also mit dem Pokal nochmal, haben wir uns auch so nicht vorgestellt, da 120 zu spielen. Ist halt immer so, aber ja, die reguläre Woche tut immer gut. Da kann man sich immer gut drauf vorbereiten auf die ganze Woche aufs Spiel. Und ja, das hat sehr gut jetzt. Der Trainer sagt, er möchte euch, ja, körperlich weiterbringen, auch mental weiterbringen. Jetzt gehörst du zu den Spielern, die später dazugekommen sind, die offensichtlich, glaube ich, am Anfang noch Rückstand hatten. Wie fühlst du dich im Augenblick? Mittlerweile fühle ich mich sehr gut. Am Anfang war ja normal, die ersten zwei Spieltage oder auch davor, wenn du so spät reinkommst, ist es immer ein bisschen schwer. Die Mannschaft war ja, glaube ich, schon 4-5 Wochen vor mir in der Vorbereitung. Ist normal als Spieler, dass du dann mal 2, 3, 4 Wochen ein bisschen länger brauchst, bis du wirklich auf 100% kommst. Aber mittlerweile fühle ich mich sehr gut. Ist das die Rolle so, die du dir vorstellst, die du jetzt spielst? Auf jeden Fall, ja. Ja, René, vielleicht sagst du gleich was zu Ricardo. Der ist, glaube ich, jetzt ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft geworden. Ja, Ricardo Grimm ist ein Spieler, den ich unbedingt wollte. Wir haben ihn da, sag ich mal, uns haben angeschaut, ich kannte ihn ja bei meiner Zeit aus Jena, wo er halt für Lok Leipzig gespielt hat und war für mich ein sehr wichtiger Baustein, dass wir ihn dazu bekommen haben. Macht die Sache aktuell sehr gut, ist schon mit Dahl im zentralen Mittelfeld ein gewisses Herzstück. Macht dort sehr, sehr gute Arbeit gegen den Ball, mit dem Ball und da sind wir sehr froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben. Das habe ich nicht hundertprozentig verfolgt. Hast du schon ein Tor, Ricardo, oder noch nicht? Leider noch nicht. Nein. Dann wird es jetzt Zeit, ne? Wird Zeit, ja. Der Freistoß war nicht schlecht, aber er war, glaube ich, haltbar gegen Rödinghausen. War schon eine gute Situation. Ist das euer Freistoß-Spezialist, der Ricardo? Ricardo hat einen sehr guten Fuß, kann dort, sag ich mal, die Standards gut gestalten, die Ecken und auch zentrale Freistöße. Wir haben ja viele Jungs, die sowas auch im Blut haben. Von daher ist es immer eine Waffe und wir arbeiten daran, dass wir dann da auch sicherlich mal Kapital erschlagen. Insgesamt Frage an euch beide. Jetzt haben wir 8 Spiele, glaube ich, rum. 4 Niederlagen, 3 Siege, 1 Unentschieden, wenn ich richtig gerechnet habe. Ist das eine Bilanz, mit der du leben kannst? Oder was man sich so vor der Saison auch realistisch vielleicht eingeschätzt hat, René? Na gut, wir sind hier gestartet, hatten 20 neue Spieler. Das darf man, glaube ich, nie vergessen. Es sind immer 4 Spieler mit dazugekommen. Das heißt, 24 neue Spieler. 5, die dann aus dem alten Kader, in Anführungsstrichen, dann auch mit da geblieben sind. Das ist dann schon, sag ich mal, Aufbauarbeit. Das ist dann schon Zusammenführen. Das ist dann auch Kennenlernen. Das ist dann auch die richtige Position für jeden einzelnen Spieler finden. Ich meine, ich erinnere nochmal, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, Oktay Dahl ist mal gestartet als Innenverteidiger, spielt mittlerweile auf der 6. Wir hatten mit Terrazino jemanden, der gestartet ist auf einer 8er-Position. Der spielt aktuell falsch 9 und so weiter und so weiter, was völlig normal ist. Wir haben auch angefangen mit einem anderen System, haben dann beim dritten System dann irgendwo gemerkt, dass das ganz gut auch für die Mannschaft passt. Ist ja auch wichtig, als Staff, als Trainerteam, nicht irgendwas durchdrücken zu wollen, sondern einfach auch diesen gemeinsamen Weg zu finden. Und ich glaube, dass wir uns mittlerweile stabilisiert haben, auch körperlich. Ich glaube, dass wir eingangs schon Probleme hatten, auch konkurrenzfähig zu sein mit den Laufwerten. Dort sind wir auf einem guten Weg, auch fußballerisch entwickeln wir uns. Und du hast es ja gerade gesagt, wir sind, sag ich mal, so im ersten Drittel der Saison. Du kannst jetzt auch keine Wunder erwarten. Ich meine, klar, man möchte das gerne. Ich möchte das auch, ich schreie auch nach Erfolg. Ich bin hier angetreten mit meinem Trainerteam, um das Bestmögliche aus der Mannschaft rauszuholen. Das ist meine Aufgabe und dort werden wir hart arbeiten. Da bin ich auch überzeugt, dass das ein Weg ist, dass du einfach, sag ich mal, durch Malochen dann auch weiterkommst. Und wir haben den Weg begonnen, werden ihn weitergehen, werden ihn dann hoffentlich sehr, sehr weit bringen und werden mal gucken, was am Ende rauskommt. Bist du überzeugt, Ricardo, dass ihr den Sprung in die Top 10 wieder schaffen will? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wieso nicht? Das ist ja mindestens unser Anspruch, Top 10, wenn nicht sogar halt mal früher. Aber
ist nun mal so, wie es jetzt gerade ist. Aber Top 10 auf jeden Fall. Ja, was sagst du zum Spiel gegen Bocholt? Ich glaube, gegen die Mannschaft hast du selber noch nicht gespielt, oder? Nein, noch nicht. Damals in der Leverkusener Zeit irgendwann mal? Nein, auch noch nicht. Was weißt du, was wisst ihr darüber? Habt ihr euch schon auf diesen Gegner speziell vorbereitet oder kommt das jetzt noch? Nee, das machen wir jede Woche. Also wir bereiten uns immer gut auf den Gegner vor. Ob es jetzt Solingen war, da haben wir uns auch gut darauf vorbereitet. Es ist jede Woche gleich. Also wir machen da immer Videoanalysen bei den Gegnern, sind immer zum Wochenende sehr gut darauf vorbereitet, was sie machen, was sie tun, was wir machen können, womit wir die am Ende schlagen können. Und, was kannst du davon erzählen? Besser hier noch nicht. René, was kannst du über die Mannschaft, über den Gegner erzählen und ja, vielleicht andeuten euren Plan? Also ich glaube, dass Bochum sich aktuell schon ein Stück weit unter Wert verkauft. Sie haben aus den letzten 5 Spielen 7 Punkte geholt. Der Geschäftsführer Sport ist im Moment Interimstrainer, Christopher Schorch. Ich glaube, der weiß schon, was der da macht. Der war ja jahrelang im Fußball unterwegs, hat zwischendurch auch mal Luft bei Real Madrid geatmet. Beim Wuppertaler SV. Also ich glaube, dass du da auch nicht immer unbedingt eine Lizenz brauchst. Das ist ja nur ein Führerschein für das, was du da machen darfst. Aber er kann das. Er ist seit mal jahrelang Fußballer gewesen. Er hat mit Marcel Reichwein einen sehr ausgebufften Co-Trainer, der auch weiß, wie es funktioniert. Sie hatten im Sommer wenig Fluktuation. Sie haben dann, sag ich mal, mit Gößweiner auch noch einen Mittelstürmer da verpflichtet, wo man dann schon weiß, wo ihre Ambitionen liegen, was sie vorhaben. Für mich, sag ich mal, rundum eine sehr erfahrene Truppe, im Durchschnitt so 26 Jahre. Sie haben viele flache Lösungen, Spielaufbau, sie sind sehr flexibel in den Positionen, haben zielgerichtete Variationen, viel Tiefe. Sie führen einen aggressiven Spielstil, verteidigen intensiv nach und ja, haben gerade beim offensiven Umschalten schon sehr, sehr viel Power und sehr, sehr viel Qualität. Wo sehen Sie die Hauptansätze Ihrer Mannschaft? Wenn ich mir die Tabelle angucke und das Torverhältnis 9:17, das spricht ja weder für den Sturm noch für die Abwehr. Welchen Ansatz sehen Sie da? Ja, Fußball ist ein Ergebnissport. Ich glaube, wir haben am Anfang ordentlich, sag ich mal, auf die Rübe bekommen. Ich kann mich erinnern an den 5:0. Gegen Oberhausen, was natürlich dann auch nicht gut fürs Torverhältnis ist. Da waren wir in keinem guten Zustand. Wir mussten uns dann, sag ich mal, erstmal so ein bisschen konsolidieren, mussten unseren Weg finden. Ich finde auch, dass wir offensiv mehr Durchschlagskraft noch brauchen. Da haben wir zu wenig Tore geschossen. Wir sind jetzt sehr froh, dass wir mit Bornemann jemanden bekommen haben, der viel Tiefe hat, der auch direkt schon 3 Tore erzielt hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Ansatz, dort, sag ich mal, auch noch weiter nach vorne zu kommen. Wir mussten erstmal die Abwehr stabilisieren. Wir mussten erstmal schauen, dass wir nicht den Betonmischer und rüberparken, aber erstmal, sag ich mal, so eine gewisse Stabilität vor unserem Tor erzielen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen, sind dort, sag ich mal, besser unterwegs und jetzt zählt es auch noch viel gezielter nach vorne zu kommen, dort immer wieder auch diese Umschaltaktion zu nutzen, die wir, glaube ich, gut im Blut haben, wo wir auch die Spieler für haben, wo wir das Tempo für haben, wo wir in der Lage sind, auch die Tiefe zu bespielen, durch Steckpässe, durch Chipbälle, durch, sag ich mal, eine gewisse Kreativität, aber nochmal, da wissen wir selber, dass da mal Luft nach oben ist, aber da werden wir taktisch dran arbeiten und hoffen auch in den Spielen, das dann gut umzusetzen. Zuletzt hat man den Eindruck, dass es auch Kommunikationsprobleme gibt. Am letzten Spiel haben Sie Anweisungen gegeben, dass oder haben darauf hingewiesen, welche Gefahrenmomente da herrschen und trotzdem hat die Mannschaft da Tore kassiert, die Sie eigentlich verhindern wollten. Ist das ein Kommunikationsproblem? Gibt es da Lösungsansätze? Ja, sag ich mal, nicht so laut in Rödinghausen, hat man schon gehört, dass wir dann auch klare Anweisungen gegeben haben. Das ist ja unser Job. Dafür werden wir bezahlt, dass wir den Jungs da auch Hilfestellung geben. Wir haben ein paar Jungs drin, die sind sehr erfahren, die brauchen das nicht oder die brauchen sehr wenig Anweisung. Du hast natürlich ein paar Jungs drin, die aus der Oberliga kommen oder die, sag ich mal, auch in ihren Vereinen wenig gespielt haben. Die brauchen dann die eine oder andere mehr. So, ich glaube, das ist gerade gegen Rödinghausen ein Thema der Standards war. Da kam es generell in dieser Regionalliga besten auf Kleinigkeiten an. Wir haben dann versucht, immer noch ein Stück weit zu stellen, weil gerade Rödinghausen ist sehr gut bei offensiven Standards, haben da schon viele Tore geschossen. Meine Mannschaft hat dort noch gar kein Tor geschossen. Das ist auch ein Ansatz, den wir halt pflegen wollen, dort uns weiter zu entwickeln. Wir hatten diese Chance durch Bornemann,
sag ich mal, verlängert vorne bei der Ecke durch Dams, wo dann Bornemann frei zum Schuss kommt. Wenn er den reinmacht, haben wir unser erstes Standardtor geschossen. Aber das ist auf jeden Fall, sag ich mal, die interne Arbeit jeden Tag dort uns richtig zu stellen, dass die Spieler auch wissen, was sie da genau zu tun haben und halt auch bei Standards, weil das Thema jetzt mal generell nehmen, ich glaube, das ist das, was Sie meinen, dass wir dort halt noch mehr Durchschlagskraft haben. Ricardo, Sie gelten ja als Box-to-Box-Spieler. Das heißt, Sie sind für vorne und für hinten zuständig. Was sagt Ihnen das Torverhältnis? Ja, sieht jetzt auf dem ersten Moment nicht gut aus. Wie der Trainer schon sagt, ich finde am Anfang, die Spiele haben wir einfach zu krass auf die Mütze bekommen, weil das 5-0 jetzt gegen Oberhausen, auch gegen Paderborn einfach zu viele Dinger bekommen. Aber ich finde, mittlerweile haben wir uns gefunden und wenn man die letzten Spiele sieht, jetzt außer dass jetzt am Wochenende haben wir auch wieder drei Dinger bekommen, haben wir jetzt deutlich weniger Tore bekommen. Stehen auch stabil, trotz jetzt dem Wochenendespiel, die drei Dinger, finde ich, stehen wir relativ viel, viel besser als am Anfang auf jeden Fall. Zu den Personen, du hast Timo Bornemann angesprochen, wie sieht es bei ihm aus? Er hat noch nicht trainiert, wie ich gerade von ihm gehört habe. Ja, ist, denke ich, spielfähig. Wir werden es heute und morgen mal dann speziell antesten, aber er hat ein gutes Gefühl. Wir wollten da kein Risiko eingehen. Er ist fit, er hat ja auch in der englischen Woche jedes Spiel gespielt, kam hier in einem sehr guten Zustand auch zu uns, war dort sehr fleißig, hat auch viel trainiert bei Pele in Cottbus. Was ja nicht ungewöhnlich ist, weil er gibt schon Gas da. Ja, und hoffen, dass er auflaufen kann, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und ansonsten? Ja, ansonsten haben wir, sag ich mal, schon fast volle Kapelle. Im Grunde hast du eben Metz verletzt mit dem Daumen, du hast Jürgen Münsters mit einer leichten Leistungsproblematik, wo wir auch noch vorsichtig sind und ihn rauslassen. Nishimura hat die Mittelfußproblematik, Bejdic, Nishi. Kreuzbandriss, genau, Nishi und Borna ist jetzt erstmal kurz davor. Ansonsten sind eigentlich im Grunde alle im Training. Wir haben 22 aktive Spieler heute zur Verfügung. Was mich freut als Trainer, dass du gar die Qual der Wahl hast, dass du auch verschiedene Profile bedienen kannst, auch wenn Borna mal nicht spielen kann. Wir haben trotzdem genug Power auch dort zu agieren. Ob das Kashi ist, mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, ob das Osaric ist, mit seiner Art Fußball zu spielen, auch Torgefahr auszuüben, Ametov haben wir zur Verfügung, der technisch sehr stark ist. Du hast Maka mit seinem Speed, der sicherlich auch viel vorhat gegen seinen Ex-Verein. Also dort sind verschiedene Spielertypen, verschiedene Profile, die wir mit einsetzen können, die wir auch in der Hinterhand haben und da sind wir sehr, sehr froh drüber. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren sowohl Nick Munsters als auch Bern Ametov nicht im Kader in Rödinghausen. Welchen Hintergrund hatte das? Einfach, dass ihr so viele wart oder hatten die Probleme? Na gut, wir haben aktuell schon die Qual der Wahl. Wir haben intern auch einen großen Konkurrenzkampf. Also wenn du, sag ich mal, Spieler wie Ametov und Nick Münsters dann zu Hause lässt, dann ist das schon ein großes Ausrufezeichen. Ein Spieler, der mit Nick sehr fleißig ist, der dort auch schon viel gespielt hat, viele Spielerteile bekommen hat, Ametov mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, über dem Ding eigentlich stehen kann. Ja, und jeder hat die Möglichkeit, ich glaube, oder die Jungs wissen, egal ob du jetzt gewinnst oder verlierst, jede Woche fängt bei Null an. Wir haben eine große Karte aktuell zur Verfügung, was aber auch für jeden Spieler gut ist, wichtig ist, weil gerade die Konkurrenz wird dich schärfen, die wird dich auch in eine andere Stufe stellen. Du kommst nicht zum Training und lässt einfach mal laufen, sondern du musst die Qualität hochhalten. Das wird uns als Mannschaft gut tun, weil wir es dann, sag ich mal, auch in die Spiele mit reinnehmen kommen, weil am Ende des Tages, so wie du trainierst, du spielst auch. Wie schwierig ist es da, die Balance zu finden im Training, Ricardo? Auf der einen Seite zwischen Aggressivität, auf der anderen Seite vielleicht den Mitspieler dann auch nicht unbedingt kaputt zu treten, auf gut Deutsch? Ja, es geht relativ gut, wie der Trainer schon sagt. Umso mehr Leute wir sind, umso besser ist es auch fürs Team. Die jetzt vielleicht hinten dran sind, geben Gas am Training, das hat man in der Woche auch gemerkt. Und die halt Stand jetzt viel gespielt haben, die müssen dann auch weiter Gas geben, weil der Trainer merkt, die von hinten geben Gas. Und wie der Trainer schon gesagt hat, die Woche fängt jedes Mal bei Null an und ist nicht so, dass man sich jetzt die jetzt viel spielen oder mehr gespielt haben, dass sie sich in der Woche rausnehmen und am Wochenende sicher spielen. Also so ist das nicht. Ist das für dich so ein bisschen richtungsweisendes Spiel jetzt auch gegen Woche heute? Ich muss ehrlich sagen, die letzten Spiele waren eigentlich sehr richtungsweisend. Also ich kann mich erinnern, dass wir hier gesessen haben, da hatten wir nach 4 Spieltagen einen Punkt. Wir haben gegen Türkspor Dortmund am ersten Spieltag einen Unentschieden geholt, haben dann dreimal auf die
super. Dann hat der Trainer einen guten Job geleistet, der Staff hat einen guten Job geleistet, die Mannschaft, das Umfeld. Und jetzt haben wir, sag ich mal, das Rad ein bisschen zum Laufen gebracht und sehen auch, was in der Mannschaft drinstecken kann. Das ist ja auch ein Stück weit eine Entwicklung. Und schon sind die Ziele in Wuppertal auch wieder ein paar andere. Das ist völlig normal, das ist ein Traditionsverein, ich kenne das nicht anders. Das muss ja auch unser Anspruch sein, immer auch Gas zu geben und das Beste rauszuholen. Nochmal, ich bin trotzdem erstmal froh, dass wir dort die Kurve bekommen haben, dass wir die Jungs stabilisiert haben, dass wir dort eine gute Atmosphäre in der Truppe haben, dass wir in der Lage sind, auch jeden zu schlagen. Von daher ist es immer ein wichtiges Spiel, auch jetzt gerade gegen Bocholt, hier zu Hause vor eigenem Publikum, finde ich schon immer sehr, sehr wichtig. Und wir werden alles reinhauen. Wichtig ist, dass wir kämpfen, dass wir ackern, dass wir, sag ich mal, einfach uns zerreißen. Das wollen die Fans sehen. Ich glaube, wir haben ein sehr fachkundiges Publikum, auch jetzt in Rödinghausen, die immer honoriert, auch wie die Jungs sich zerrissen haben. Das erwarte ich, das erwarten sie auch von sich selber. Das müssen wir einfach reinschmeißen und dann werden wir auch über Strecke gute Ergebnisse zeigen. Was sagst du zum Publikum hier, Ricardo? Ich denke mal in Lok, weil in Leipzig hattet ihr vielleicht ab und zu mal ein paar Zuschauer mehr, oder? Ja, ich denke mal, das wissen viele, dass in Leipzig oder Lok Leipzig auch mit dem Derby gegen Chemie da immer gut was los ist. Aber finde ich hier auch, wir sind ja auch immer mindestens 2.000, 3.000, 4.000 da. Bis jetzt kann ich mich auf jeden Fall gar nicht beschweren. Sie haben sich gut eingelebt, leben Sie in Wuppertal? Sie sind ja aus Leverkusen, glaube ich, ne? Nee, also ich wohne jetzt, hier in Leverkusen bei meiner Familie wieder. Ist ja auch die Ecke. Wuppertal ist ja für Sie kein Ausland, nicht? Das kennen Sie wahrscheinlich. Das kenne ich auch, auf jeden Fall. Das sind 25 Minuten, deswegen ist immer eine kurze Strecke. Gehen Sie denn schon mal zu Bayer Leverkusen? Haben Sie Gelegenheit, den deutschen Meister anzusehen? Auf jeden Fall. Ich bin ja von der Jugend auch da, bin auch Leverkusen-Fan. Immer wenn ich kann, die Heimspiele, bin ich auch meistens immer da. Haben Sie einen Tipp für Samstag? Unser Spiel? Unser Spiel. 2-0. 2-0. Ich nehme es beim Wort. Hoffentlich. Gibt es was Neues zum Pokal inzwischen zur Ansetzung? Ja, die Ansetzung haben wir vorgestellt und kandidiert am 30.10.2024 um 19:30 Uhr im Stadion am Zoo. Da werden wir nächste Woche nochmal final bekannt geben, die Preise, und es wird nur die Haupttribüne geöffnet sein. Okay. War es schwierig, einen FC Kreider ins Boot zu kriegen? Ich habe schon gehört, die hat sich ja versucht, eben das Spiel hier hinzuholen. Kann ich nicht sagen, was mir mitgeteilt wurde vom Vorstand, die haben mich darum gekümmert. Gerade Person Thomas Richter, der hat sofort am Tag danach den Hörer in die Hand genommen, Kontakt mit dem FC Kreider gehabt. Aber ich glaube, der FC Kreider hat auch großes Interesse, hier im großen Stadion zu spielen. Wir hatten ja vor zwei Saisons schon das Vergnügen, in Kreider zu spielen. Und ich glaube, der wurde sich auch an die große Herausforderung mit Baustellenzahlen, Security-Dienst zurückerinnert. Und deswegen ging es relativ fix. Der Verband und die Behörden haben auch zugestimmt. Und so spielen wir am 30.10. hier auf Naturrasen. Ich glaube, da fällt dem Trainer auch so ein leichter Stein vom Herzen, oder? Also ich hatte schon eine Nachricht bekommen vom FC Krai, vom Torwart, von Rafael Kotschow. Der hat gesagt, wir haben keine Chance, das wird ein richtig ekliges Ding. Ich kenne ihn, wir haben zusammen in Jena gespielt, sind zusammen aufgestiegen. Das ist ein alter Kumpel von mir und ich freue mich, ihn wiederzusehen. Es wird ein harter Kampf. Es ist jedes Pokalspiel schwer. Das haben wir jetzt gegen Soni gesehen, was die uns abverlangt haben. Und wir freuen uns, dass wir dort eine Runde weiter sind und weiter, sag ich mal, in diesem Pokal für Aufsehen erregen können. Okay. Ja, dann wünsche ich erstmal für Samstag alles Gute. Danke. Danke für die Fans und den Hinweis. Die Tageskassen öffnen um 12.30 Uhr. Und bereits ab 12 Uhr gibt es wieder Musik auf dem Vorplatz, Getränke, Würstchen. Und es gibt auch die Möglichkeit, mit der neuen 100-Jahr-Stadion-Zoo-Kollektion einzukleiden. Danke.